und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken X auf der Nintendo Switch. Ich bin von Lunar Gameplays als Hobby und wir sind gerade am Siegessammeln. Man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich so. eine Aufstiegsrunde naht und ja, wir werden jetzt einfach mal loslegen. Nächster Kampf, wir suchen den nächsten Kämpfer. Mal schauen, ob unser Glück anhält oder unser Können, wie auch immer. Oder das Pech des anderen. Kann man so oder so sehen. Ach, der Halo 2.0, den kennen wir doch schon. Aus Deutschland. Der hat sogar schon einen Kommentar bei mir hinterlassen. Das bin ich, hat er gemeint. Oder das bin einfach ich oder irgendwie sowas. Dass man sich doch noch einmal sieht hier, Halo 2.0. Herzlich willkommen. Zurück bei einem weiteren Teil bei mir. Der wird sich jetzt bestimmt auch denken, oh mein Gott, schon wieder gegen ihn. First Blood gehört mir. Ich finde es so lustig, dass ich schon wieder gegen dich kämpfe, Halo 2.0. Gruppe C2 ist der. Bist du? Wahnsinn. Da will ich auch mal hin, irgendwann. Ich wollte gerade sagen, ich bin einen Start dahinter. Okay, Halo 2.0, aber es war ein klasse Spiel. Also mich hat es gefreut, dich wiederzusehen. Also es war echt cool. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich meine, ich kenne dich persönlich zwar überhaupt nicht, aber mich hat es gefreut, dich wiederzusehen. Weil ich dich einfach schon kannte. Das war cool. Okay. Das war ein Kampf von den drei. Und schon wieder ein Sieg. Das siebte schon in Folge. Wahnsinn. Hätte ich echt niemals gedacht. Wir haben sogar eben gerade plus 125 Punkte bekommen, ey. Das ist Hammer. Und wir suchen den nächsten. Mal gucken, wer kommt. Wer möchte gegen mich spielen? Ein Computer möchte gegen mich spielen. Ein Computer mit Turtok. Als gegen Computer habe ich echt keine Probleme. Aber gut. Vorhin hatten wir das Thema. Also ich glaube im letzten Teil. Gegen Klibunkel. Scheiße. In Geisterhaus treten wir an gegen... keine Ahnung wen aus England. Mit Klibunkel. Gegen genau dieses Vieh, gegen das ich echt ungern spiele, was einfach scheiße ist.
Das Vieh ist scheiße, also nicht du, Spieler, ne? Not you. Bitte was? Ich hasse diesen Frosch. Der ist so unnormal. Null Chance. Und meine Siegesserie ist zu Ende. Schade. 7 Stück in Folge gewonnen, den 8. leider nicht mehr. Und ich frage mich, wie lange es eigentlich noch dauert mit der Aufstiegsrunde. Das steht da ja schon seit 3 Kämpfen. Okay. Ich weiß leider nicht, wie du dich ausgesprochen hättest oder hattest. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und wir schauen mal weiter, wer als nächstes gegen mich kämpfen könnte oder möchte, wie auch immer. Knackrack aus Spanien mit Raúl. Oha. Gegen mich selbst kämpfen, das mag ich aber eigentlich auch nicht. Raúl. Welcome to YouTube. Hola. Hola, ¿qué tal? Welcher Knackrack ist besser? Ich würde natürlich sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit seiner, weil er hat mehr Siege als ich. Nein! Er macht mich platt. Scheiße. Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Wir werden es merken. Na! Mensch, Raúl! Das war knapp. Okay. Nächster Kampf. Also nächste Runde. Yeah.
Ah, so ein Mist. Nein! Das kann ich auch, mein Freund. Ah! Okay. Raoul hat den besseren Knackknack, wie es aussieht. Wenn es auch in beiden Runden wirklich sehr knapp war. Aber es hat nicht gereicht. Schade. Aber... Ah gut, Battle, Raoul. Guter Kampf, hat mir gefallen. Okay. Das war der dritte Kampf, ne, in dieser Folge. Schade, 7 Stück gewonnen, 2 Stück verloren in letzter Zeit. Na gut, die Bilanz ist natürlich super. Also, meine Siegesquote hat sich so gesehen wieder verbessert. Wenn es auch nicht viel ist, aber etwas wenigstens. Schön. Mich hat's gefreut, dass ihr eventuell dabei wart, mir zugeguckt hat und dass vielleicht gegen die ich gekämpft habe, mir zugeguckt haben. Und ihr dürft natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Bitte keinen Daumen nach unten, nur weil ich euch eventuell besiegt habt. Also, falls ihr mir jetzt gerade hier zuschaut, die verloren haben... Bitte nicht nur deswegen Daumen nach unten geben, sondern ob der Kampf gut war oder nicht, ne? Und ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von Löher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Und vergesst das Abo nicht, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Tschüss!